Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Sie ist das Zentrum unseres Planetensystems. Die Sonne, eine kosmische Energiequelle, ein riesiger Fusionsreaktor, 4,7 Milliarden Jahre alt. In ihrem Inneren verschmelzen jede Sekunde 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium bei einer Temperatur von 15 Millionen Grad. Von ihrer Oberfläche aus schickt sie ihr Licht und ihre Wärme ins All und zu unserer Erde. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Die Sonne. Ohne sie gäbe es kein Leben auf der Erde. Sie ist der Stern, von dem wir leben. Der Stern, der unserem Planeten Wärme und Licht spendet. Doch am Ende wird die Sonne die Erde vernichten. Sie wird es sein, die alles von ihr erschaffene Leben auch wieder zerstört. Unwiederbringlich und nicht aufzuhalten. Unsere Sonne. Wir brauchen sie ganz einfach zum Leben. Wir brauchen ihre Energie. Aber irgendwann wird sie uns umbringen. Denn sie wird mit der Zeit immer heißer. Die Temperaturen auf der Erde werden über 100 Grad Celsius ansteigen. Das bedeutet, die ganzen Ozeane werden zerkochen. Und damit wird sie auch größer werden, immer größer. Sie wird irgendwann mal mit ihrem äußeren Rand die Erde erreichen und verschlingen. Und dabei wird sie explodieren und damit auch weg sein. Und das ist natürlich nicht nur das Ende unseres Sonnensystems, sondern auch das Ende der Menschheit. Die Geschichte unserer Sonne beginnt mit dem Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren. Es war der Anfang aller Dinge, die Entstehung von Raum und Zeit und Materie, die Geburt des Universums. Sekundenbruchteile nach der Genesis bildeten sich winzige Elementarteilchen. Aus ihnen formten sich neue Materiebausteine, Wasserstoff und Helium, die leichtesten aller Atome. Durch die Schwerkraft und Abkühlung des sich ausdehnenden, noch jungen Universums entstanden aus dieser Materie die ersten Galaxien. In diesen sich immer mehr verdichtenden Wolken aus molekularem Gas wurde die erste Generation von Sternen geboren. Extrem massereich, extrem heiß und auch extrem kurzlebig. Die ersten Sterne hatten nur eine Lebensdauer von wenigen Dutzend Millionen Jahren, bevor sie kollabierten. In diesen Supernovae-Explosionen setzten sie die Bausteine für eine nächste Sternengeneration frei. Geboren etwa 8 Milliarden Jahre nach dem Urknall, entstand auch unsere Sonne aus dem Material, das ein sterbender Stern ins All geschleudert hatte. Ich finde die Sonne extrem faszinierend aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist sie ein Schlüssel, um all die Abermilliarden Sterne, die es auf dem Himmel gibt, zu verstehen. Die sind alle ähnlich wie die Sonne. Sonne ist ein ganz normaler Stern. Aber es ist der einzige Stern, den wir auflösen können, wo wir viele der physikalischen Prozesse, die auch bei den anderen Sternen stattfinden, wo wir die im Detail studieren und auch verstehen können. Zum anderen ist die Sonne unser Stern, so der Stern des Sonnensystems, ist unser Lebensspender. Die Sonne formte mit ihrer Energie unseren Planeten über Milliarden von Jahren. Sie bestimmt unser Klima und unsere Zeit. Für mich persönlich ist natürlich ein sehr interessanter Stern, weil der direkt vor der Haustür steht. Man sieht ja den Durchmesser, man sieht, dass es nicht nur ein Punkt ist, wie bei den allen anderen Sternen. Man kann die Scheibe sehen und man kann Flecken auf der Sonne sehen. Und die Sonne leuchtet ja auf die Erde, das ist ja das Wichtige. Sie ist der Ausgangspunkt für die Energie, die wir hier haben. Ohne die Sonne würde hier alles Leben sofort untergehen.
Auch die Erde ist aus dem Material entstanden, das unsere Sonne geformt hatte. Staub- und Materieteilchen verklumpten zu immer größer werdenden Körpern. Aus den schweren Elementen bildeten sich die Planeten. Es gibt Orte im Weltraum, die etwas dichter sind, wo es mehr Gas und Staub hat. Das sind sogenannte interstellare Wolken. Und so eine Wolke kann unter den richtigen Bedingungen kann kollabieren, kann in sich zusammenfallen. Und daraus entstehen dann verschiedene Sterne. Und einer davon war dann vor circa 4,5 Milliarden Jahren die Sonne. Unser Planetensystem entstand durch dieselbe kosmische Katastrophe, die auch die Geburt unserer Sonne einleitete. Eine Supernova. Die Explosion eines Sterns von großer Masse. Ihr Aufleuchten im All markiert das Ende eines Sterns und gleichzeitig die Geburt neuer Himmelskörper. Die Explosion schleudert riesige Massen an Materie ins All. Neben Wasserstoff und Helium besteht die sich ausbreitende Gas- und Staubwolke hauptsächlich aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Silizium und Eisen. Die Grundbausteine für Planeten in einem Sternensystem. Durch die eigene Schwerkraft kann diese Gas- und Staubwolke kollabieren, in sich zusammenfallen. Aber auch durch eine erneute Schockwelle kann sie sich verdichten. Im Zentrum bildet sich dann eine Verdickung, an der sich immer mehr Material ansammelt. Dies ist der Geburtsort für einen neuen Stern. Nun, wie entstand eigentlich unser Sonnensystem? Nun, es ist Teil einer riesigen Galaxie, die wir Milchstraße nennen. Und schauen wir uns mal unsere Milchstraße an. Das ist sie. Nein, das ist nicht ganz richtig. Das ist die sogenannte Galaxie M31. Aber wir wissen, dass sie ziemlich genauso aussieht wie unsere Milchstraße. Übrigens, diese Milchstraße enthält etwa 100 Milliarden Sterne und hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Wie entstand nun diese Milchstraße? Nun, wir wissen, dass es am Anfang nur eine riesige Gaswolke gab, die weit größer war als das, was wir hier sehen. Und irgendwann zog dunkle Materie in diesen Bereich und zog damit auch diese sichtbare Materie nach sich. Damit kondensierte diese Gaswolke zu diesem Bereich, den wir hier sehen. Gleichzeitig begann sich diese Gaswolke zu drehen und dabei kollabierte sie zu einer Scheibe. Und das ist genau das, was wir sehen. Aber bisher noch ohne Sterne. Es gab nur ab und zu mal Supernovas. Und diese Supernovas, die erzeugten einen Knall. Und diese Druckwelle des Knalls kondensierte dann lokal die Gaswolke nach. Und dort entstanden dann die einzelnen Sterne. Und damit auch unsere Sonne. Wo in unserer Milchstraße liegt denn nun unsere Sonne? Nun, ganz grob gesprochen, am äußeren Rand, ungefähr hier unserer Milchstraße. Ist es Zufall, dass an diesem Punkt dann auch Leben entsteht? Nein, überhaupt nicht. Denn wäre unsere Sonne zum Beispiel mehr in der Mitte entstanden, dann wissen wir, gäbe es dort kein Leben. Denn hier in diesem Bereich gibt es so viele Supernova-Explosionen, dass Leben sofort ausgelöscht würde. Wir würden gar nicht lange leben. Auf der anderen Seite würde unsere Sonne hier draußen existieren, dann wissen wir, dort draußen gibt es keine schweren Elemente. Also Elemente, aus denen unser Körper überhaupt die Erde besteht, nämlich Kohlenstoff oder Eisen. Es gäbe keine Planeten dort draußen. Also gäbe es dort draußen auch kein Leben. Es gibt nur einen ganz schmalen Bereich, die sogenannte habitable Zone. Ein Bereich, wo es wenig Supernova-Explosionen gibt und wo Planeten entstehen können und damit auch unser Leben. Und da können wir nur sagen, da haben wir ein Riesenglück gehabt. Die erste Voraussetzung für die Geburt eines neuen Sterns ist eine zufällige Ansammlung von Materie im All. Unter der eigenen Gravitationskraft fällt diese Materiewolke in sich zusammen. Der kleinere Teil wird durch die anfängliche Drehung außen gehalten und bildet die kreisenden Planeten. Der weitaus größere Teil der Wolke sammelt sich nach und nach im Zentrum an. Die Masse und Dichte steigen dort immer weiter. Es entsteht ein prästellarer Kern. Mit seiner Dichte erhöht sich auch die Temperatur im Inneren dieses Babysterns. Druck und Hitze steigen unaufhörlich. Ein Vorgang, der über etwa 100 Millionen von Jahren abläuft. Es bildet sich ein Riesenfusionsreaktor.
Ein Fusionsreaktor ist, wenn Wasserstoffatome mit solcher Wucht aufeinanderprallen, dass sie verschmelzen. Und sobald diese Kernreaktionen im Kern gestartet sind, sagt man, jetzt ist ein Stern geboren. Der Stern hat gezündet. Das Sonnenfeuer brennt. Bei 15 Millionen Grad verschmilzt im innersten Kern der Sonne Wasserstoff zu Helium. Die dabei entstehende Energie strahlt der Stern nach außen ab, das Sonnenlicht. Wenn Sie Energie in der Sonne produzieren, dann dauert es 1 Million Jahre, bis es an der Oberfläche ist. Also das merkt man beim kleineren Stern erst nach vielleicht 100, 200.000 Jahren, dass da überhaupt was passiert ist im Innern. Und so ist die Zündung eigentlich ein sehr geheimnisvoller, stiller Vorgang, der erst nach vielen Jahren überhaupt sichtbar wird. Die Photosphäre ist die für uns sichtbare Oberfläche der Sonne. Etwa 400 Kilometer dick und mit knapp 6000 Grad Celsius vergleichsweise kühl. Darüber befindet sich die Sonnenatmosphäre, bestehend aus Chromosphäre und der Sonnenkorona. In der Korona steigt die Temperatur wieder auf mehrere Millionen Grad an. Ein Phänomen, das die Wissenschaftler bis heute noch nicht erklären können. Gut erforscht sind hingegen die Flecken auf der Sonne. Sonnenflecken konnte man allerdings mit dem Teleskop relativ einfach beobachten. Einer der ganz großen Fortschritte war, als Herr Schwabe, ein Amateurastronom, der in seiner Wohnung ein Teleskop stehen hatte, unten im Erdgeschoss führte eine Apotheke und ist in jeder freien Minute, wenn es hell war und die Sonne geschienen hat, ist er raufgerannt und hat die Sonne beobachtet und hat schön brav die Flecken gezählt, jeden Tag, wie viele Flecken er hat. Und hat dann nach 20-jähriger Fleißarbeit dann ein Diagramm gemacht und gemerkt, oh, die Zahl der Flecken ist aber nicht immer gleich. Die nimmt zu und die nimmt ab. Und so hat er auch den Sonnenzyklus, den berühmten 11-jährigen Sonnenzyklus gefunden, was ein großer Fortschritt war. Die Sonnenflecken entstehen und verschwinden. Sie sind der Gradmesser für die Aktivität der Sonne. Die Verdunkelungen wurden bereits vor mehr als 2000 Jahren beobachtet. Die Sonne. Generationen vergötterten oder fürchteten sie. Wenn sie sich verdunkelte, befürchteten die Menschen Pest, Tod oder den Weltuntergang. Die Sonne wurde angebetet, zur Gottheit erhoben und Menschen wurden ihr geopfert. In manchen Kulturen galt sie als die Schöpferin der Welt. Ihr Lauf am Himmel wurde verfolgt und berechnet. Die Sonne bestimmt die Tageszeiten und steuert das Klima. Nur ihr Licht und ihre Wärme ermöglichen die Existenz des Menschen. Die Sonne hat die Menschheit von jeher fasziniert und die ersten, die die Sonne beobachtet haben oder etwas genauer angeschaut haben, waren sehr oft Astrologen, weil sie versucht haben, vom Stand der Gestirne etwas über die Zukunft zu sagen. Richtig ernsthaft hat man angefangen, sich mit der Sonne auseinanderzusetzen nach der Erfindung des Teleskops. Es ist das Urbedürfnis des Menschen, seine Welt zu erforschen und erklärbar zu machen. Der Philosoph und Naturforscher Aristoteles vertrat ein geozentrisches Weltbild. Die Erde als Ursprung und Mittelpunkt allen Seins. Auch der griechische Philosoph Ptolemäus sah die Erde im Mittelpunkt des Universums. Erst knapp 1500 Jahre später wandelte sich dieses Bild. Nikolaus Kopernikus erkannte die Sonne als das Zentrum, um das sich die Erde und die anderen Planeten bewegen. Erst eine bahnbrechende Erfindung untermauerte seine Theorien, das Teleskop. Es war Galileo Galilei, der als erster ein Fernrohr zur Beobachtung des Himmels nutzte. So entdeckte er die vier größten Monde des Jupiters und beobachtete, dass es sich bei der Milchstraße nicht um ein nebliges Gebilde, sondern um eine Anhäufung von Sternen handelt. Galilei beschrieb auch die Flecken auf der Sonne. Dies ist der Ursprung der modernen Astronomie
und der Anfang der wissenschaftlichen Erforschung der Sonne. Die Sonne ist einfach zu groß, die kann ich nicht ins Labor holen. Es ist auch zu heiß, ich kann auch nicht dorthin gehen und ein Stück von der Sonne holen. Da verbrennen unsere Sonden. Man kann einen Teil der Sonne schon direkt untersuchen, indem man in den Weltraum geht und ein Stück vom Sonnenwind abfängt. Und das wird auch gemacht. Der Sonnenwind ist ein beständig von der Sonne ausgestoßener Teilchenstrom. Doch aus dem Wind kann ein wahrer Sturm erwachsen. An der Sonnenoberfläche brodelt es ständig. Enorme Massen werden bewegt. Ähnlich wie bei der Erde entstehen durch die Rotation der flüssigen Sonne riesige Magnetfelder, die verwickelte Schleifen bilden. Wenn sich diese Verwicklungen an der Oberfläche auflösen, entstehen enorme Energiemengen und dadurch massive Auswürfe von Materie. Von der Erde aus gesehen sieht ja die Sonne ziemlich harmlos aus. Aber sie hat es wirklich in sich. Sie erzeugt nämlich gigantische Eruptionen. Hier können wir das deutlich sehen. Schauen Sie mal, da wird wirklich viel Masse aus der Sonne herausgerissen. Und im Vergleich zu diesem Durchmesser ist ja die Erde nur etwa so groß. Das heißt, sie haben wirklich gigantische Dimensionen. Und bei diesen Auswürfen wird sehr viel Gas herausgeworfen. Und dieses Gas besteht aus Protonen, also geladenen Elementarteilchen. Und die schießen nun mit einer Riesengeschwindigkeit, nämlich mehreren hundert Kilometer pro Sekunde Richtung Erde zum Beispiel. Wenn Sie die Erde sind, werden Sie von dieser Strahlung getroffen. Wenn die Erde allerdings woanders steht, nehmen wir an dort oder hier, dann wird man glücklicherweise nicht getroffen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, diese ganzen Massen strömen auf die Erde ein mit dieser Riesengeschwindigkeit. Die gemessene Strahlung ist dabei tausendmal mehr als normalerweise. Und die trifft dann auf die Erde, allerdings über die Pole, weil nämlich das Magnetfeld diese geladenen Ströme ablenkt. Und dort an diesen Polen entstehen diese wunderschönen Nordlichter. Je nach Stärke beeinflusst der Sonnenwind unser irdisches Magnetfeld. Seine elektrisch geladenen Partikel werden zu den Polen abgeleitet. In deren Nähe stoßen sie mit unserer Atmosphäre zusammen und erzeugen eines der schönsten Naturschauspiele, Polarlichter. Diese Strahlung ist für die Erde gefährlich. Das merken wir im täglichen Leben nicht, weil es nicht so häufig passiert. Aber 1869 gab es einen Vorgang. Da hat die Sonne einen solchen extremen Sonnenwind auf die Vereinigten Staaten von Amerika losgeschickt. Damals gab es nicht so eine hochentwickelte Infrastruktur wie heute mit Internet, elektrischen Netzen und so weiter. Aber es gab Telegrafennetzen und die sind zusammengebrochen unter diesem Einfluss dieses Solar Flares, wie wir das nennen. Und es gab in ganz USA, im gesamten Bereich der USA, konnten Nordlichter beobachtet werden. Wenn viele Milliarden Tonnen an Plasma in das Sonnensystem hinaus katapultiert werden, können die elektrisch geladenen Teilchen einen regelrechten geomagnetischen Sturm auslösen. Es wird inzwischen befürchtet, dass die ganze elektrische Vernetzung der Welt uns anfällig macht für solche extremen Schwankungen der Sonnenaktivität. Und es könnte also sein, dass wir in Zukunft darauf achten müssen, ob die Sonne irgendwelche Kapriolen schlägt. Im Extremfall entstehen in den Stromnetzen Spannungsspitzen, die zu deren Ausfall führen können. Wir merken jetzt, dass insgesamt unsere Infrastruktur doch auch empfindlich und gefährdet ist. Und je mehr wir Internet haben, je mehr wir alles vernetzt haben, umso mehr sind wir an der Stelle empfindlich. Wir können nichts dagegen machen, wir können die Sonne nicht abstellen. Aber wir können Frühwarnung machen, also so wie eine Wettervorhersage. Satelliten beeinflussen unser tägliches Leben. Wir leben in einer digitalen Welt. Unsere Kommunikation und unsere gesamte Infrastruktur sind mittlerweile abhängig von den räumlich und zeitlich hoch aufgelösten Datenströmen aus dem All. Zunächst erstmal trifft es die Satelliten. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass zum Beispiel unsere Navigationssatelliten davon nicht dann beschädigt werden. Das heißt, man muss dann unter Umständen Systeme herunterfahren für den Moment, um sie nicht kaputt gehen zu lassen. Also man wird natürlich auch versuchen, in Zukunft Systeme stabiler zu bauen für diese Angriffe, die wir nicht verhindern können. Aber vor allen Dingen, wenn wir genau wissen, jetzt kommt etwas, dann kann man auch reagieren, um Systeme kurzfristig dann eben herunterzufahren, um hinterher wieder raufzufahren. Die Sonne wird heute rund um die Uhr beobachtet und überwacht. Von der Erde aus, aber vor allem von Sonden im All.
1995 starteten die ESA und die NASA das Sonnenobservatorium SOHO, das Bilder von Sonneneruptionen in Echtzeit liefert. SOHO führt eine ganze Reihe von Instrumenten mit sich und untersucht so die Sonne von ihrem inneren Kern bis zur äußeren Korona. Der Satellit liefert Erkenntnisse und Daten über die Sonne in einer noch nie dagewesenen Qualität. Vor SOHO war die Sonne im Großen und Ganzen eigentlich ein eher langweiliger Stern, ein statischer Stern. Man hat gewusst, dass sie verschiedene Schichten hat. Man hat auch gewusst, dass es hin und wieder mal einen Ausbruch gibt. Aber seit SOHO und den Instrumenten, die nachher kamen, wissen wir, dass es ständig brodelt, da irgendwas immer explodiert, überall auf der Sonne. Es gibt nichts Ruhiges, nirgends. Und da muss man wirklich unser ganzes Verständnis und so, wie wir die Sonne betrachten und völlig umstellen, dank SOHO. SOHO ist bereits mehr als 2 Jahrzehnte im Einsatz, gehört aber immer noch zu den wichtigsten Sonnenbeobachtern im All. Wo muss denn jetzt diese Sonde stehen, damit sie einen besonders guten Blick auf die Sonne hat? Nun, zunächst erstmal muss sie natürlich auch den gleichen Blickwinkel haben wie die Erde. Und auf der anderen Seite muss sie gut mit der Erde kommunizieren können. Und dafür gibt es einen ganz ausgezeichneten Punkt zwischen Sonne und Erde. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich zeichne Ihnen das mal auf. Nehmen wir mal an, hier in der Mitte ist jetzt unsere Sonne. Und in 150 Kilometer Entfernung steht ja unsere Erde. Wenn wir denselben Blickwinkel haben wollen, muss natürlich die Sonde in der Nähe der Erde sein. Außerdem soll sie mit der Erde gut kommunizieren können. Und dazu muss sie jetzt an folgendem Punkt stehen. Wenn ich hier die Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne einzeichne, dann muss sie auf dieser Verbindungslinie stehen. Und zwar etwa an diesem Punkt. Das heißt, die Entfernung von der Erde darf gar nicht zu groß sein. Typischerweise 1,5 Millionen Kilometer. Und dieser besondere Punkt hat noch weitere schöne Eigenschaften. Er nennt sich L1-Punkt, der erste Lagrange-Punkt. Lagrange war ein alter französischer Physiker, der mal gezeigt hat, dass dieser Punkt weitere wichtige Eigenschaften hat. Denn wenn ich eine Sonde hier an diesem Punkt platziere, dann bleibt die Sonde dort. Sie bewegt sich nicht weiter. Und das ist natürlich sehr schön, denn ich brauche dann nicht Treibstoff, um diese Sonde dort zu halten. Dieser Punkt hat aber einen großen Nachteil und den schauen wir uns jetzt mal anders an. Wenn ich auf die Sonne schaue, und zwar jetzt von der Erde gesehen, dann wäre ja die Sonde genau in der Mitte der Sonne zu sehen. Also ich schaue jetzt von der Erde auf die Sonne. Und das ist ein Riesennachteil, denn wenn jetzt die Sonde mit mir kommuniziert, dann überstrahlt die Sonne mit ihrer Strahlung diese Kommunikation. Ich würde gar nichts von der Sonde hören können oder sehen können. Und deswegen müssen wir diese Sonde leicht aus dieser Mitte herausnehmen. Und dieser L1-Punkt hat eine besondere Schönheit, möchte ich sagen. Er hat nämlich einen sogenannten Halo-Orbit. Das heißt, einen Orbit um diesen Punkt, ich zeichne es mal hier ein, also ein Orbit um diesen Punkt, und zwar so, dass er nicht in der Mitte der Sonne steht, sondern außerhalb. Wenn ich jetzt mit der Antenne auf diesen Orbit zeige, dann kann ich gut mit ihm kommunizieren, aber trotzdem kann die Sonde sehr schön unsere Sonne sehen. Und deswegen ist dieser L1-Punkt so ganz hervorragend und deswegen steht auch SOHO an diesem Punkt. Auch die neue Raumsonde Solar Orbiter der Europäischen Weltraumagentur ESA soll die Sonne erforschen. Darüber hinaus soll die Sonde dazu beitragen, dass die Auswirkungen der Sonne auf die Erde besser verstanden werden. Solar Orbiter soll auch den Sonnenwind und das Weltraumwetter beobachten. Der Solar Orbiter wird die Erdumlaufbahn um die Sonne verlassen, wird in eine sehr eierförmige Umlaufbahn um die Sonne gehen, die an einem Ende sehr nahe an die Sonne rankommt, am anderen Ende dann weiter weg ist. Und gleichzeitig wird sie auch die Ekliptik, also die Bahnebene der Erde, verlassen, sodass Solar Orbiter zum ersten Mal mit Teleskopen auf die Pole der Sonne schauen kann.
Die Sonde soll der Wissenschaft völlig neue Erkenntnisse über unser Zentralgestirn liefern. Zum ersten Mal wird die Rückseite der Sonne erkundet werden und die an Bord befindlichen Instrumente sollen ein 360-Grad-Bild des Sonnenmagnetfeldes erstellen. Die Daten, die Solar Orbiter den Wissenschaftlern liefert, sollen es ihnen ermöglichen, besser zu verstehen, wie die Sonne funktioniert und welchen Einfluss sie auf die Erde und die anderen Planeten des Sonnensystems hat. An der Mission beteiligt ist auch das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Die gesamte Vielfalt der Sonne und der Heliosphäre, dem vom Sonnenwind beeinflussten interplanetaren Raum, wird hier erforscht. Und das nicht nur mit Satelliten. Mit dem Projekt Sunrise beschreiten die Forscher aus Göttingen ganz neue Wege. Sunrise ist ein an einem Stratosphärenballon aufgehängtes Sonnenobservatorium. Viele Geheimnisse der Sonne offenbaren sich nur im ultravioletten Licht, das die Sonne ins All abstrahlt. Die Erdatmosphäre filtert jedoch einen Großteil dieser Strahlung heraus. Eine exakte Beobachtung vom Boden aus ist so nicht mehr möglich. Getragen von einem riesigen Heliumballon steigt Sunrise in eine Höhe über 35 Kilometer und beschert den Wissenschaftlern einen einzigartigen Blick auf unsere Sonne. Während seiner Forschungsflüge liefert das Teleskop detailreiche Einblicke in die Sonnenoberfläche. In dieser Höhe ist man oberhalb 99% der Luftmasse. Also es ist fast Vakuum. Man ist fast im Weltraum. So, der Himmel ist brandschwarz, nichts mehr von blau. Und man hat auch praktisch die ganze Luftunruhe unter sich gelassen. Da kann man ganz, ganz scharfe Bilder machen. Und unser Ziel war, circa 50 Kilometer auf der Sonne aufzulösen. Und wir haben es geschafft. Das bedeutet ungefähr, wie wenn man eine 1- oder 2-Euro-Münze in circa 100 Kilometer Entfernung auflösen kann. Mit Sunrise haben die Wissenschaftler eine ideale Beobachtungsposition über der störenden Atmosphäre geschaffen. Allerdings ohne die weitaus höheren Kosten einer Weltraummission. Übrigens, der Abgang eines Sterns kann sehr unterschiedlich aussehen. Er hängt von der Endmasse ab. Wenn diese Endmasse größer ist als 3 Sonnenmassen, dann gibt es eine gigantische Explosion. Und die kennen wir alle, die berühmte Supernova. Was bleibt zurück? Nun dieses kleine schwarze Loch, was man nicht sehen kann. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit. Wenn die Masse irgendwo zwischen 1,5 und 3 Sonnenmassen liegt, dann gibt es auch eine gigantische Explosion, aber zurück bleibt ein sogenannter Neutronenstern. Das ist etwas, was man mit dem Teleskop durchaus sehen kann, aber ist sehr, sehr klein, nur 15 Kilometer Durchmesser und er strahlt sehr hell und er ist so dicht gepackt wie der Kern eines Elements. Und dann gibt es eben noch die dritte Möglichkeit, nämlich das, was mit unserer Sonne passieren wird. Die äußeren Hüllen werden abgesprengt und zurück bleibt ein weißer Zwerg, der ganz hell glüht. Woraus besteht er? Fast nur aus Kohlenstoff. Im Prinzip genauso wie ein Diamant. Aber er funkelt nicht wie ein Brillant, sondern ist einfach nur ein Klumpen ungeordneter Kohlenstoffatome. Aus der Beobachtung des Sternenhimmels ziehen die Wissenschaftler auch Rückschlüsse auf die Geschichte und Zukunft unserer Sonne. Die Observation verschiedenalter Sterne dient als eine Art Blaupause, mit der wir auch unsere Sonne besser verstehen können. Wieso wissen wir denn so viel über wie die Sonne entsteht? Das wissen wir aus anderen Beobachtungen von anderen Sternen. Wir können Orte anschauen, nicht vom gleichen Stern, sondern von sehr vielen verschiedenen Sternen. Wir können Orte anschauen, wo Sterne gebildet werden. Wir sehen aber auch Sterne in ihrem Endstadium, die aufgebläht sind, rote Riesen sind. Wir sehen auch den Zeitpunkt, wo sie die Hülle abwerfen. Das sieht wunderschön aus im Teleskop. Das sind sogenannte planetare Nebel. Aber wir sehen auch den Zentralstern, die weißen Zwerge, wie sie zunächst innerhalb dieser Hülle sind, aber später, als die Hülle verflogen ist, nur der einzelne weiße Zwerg weiterlebt und später auch solche, die fast erloschen sind.
Die Forscher befinden sich auf einer nie endenden Reise an die Grenzen des Wissens. Sie sind auf der Suche nach dem Bauplan des Ganzen. Eine Reise aber, die in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr Erkenntnisse bringt. Je tiefer der Blick ins All, desto mehr Informationen sammeln die Wissenschaftler über unser Planetensystem. Und um die Sonne direkt zu beobachten, ersann der Mensch immer präzisere und spezialisiertere Instrumente. Der 1920 auf dem Telegrafenberg in Potsdam vom Architekten Erich Mendelssohn errichtete Einstein-Turm beherbergt das einst wissenschaftlich bedeutendste Sonnenteleskop Europas. Das Observatorium wurde vom Astrophysiker Erwin Finlay Freundlich zur Überprüfung der erst ein paar Jahre alten Relativitätstheorie von Albert Einstein erschaffen. Und so trägt der Turm auch dessen Namen, Einstein-Turm. Die Überprüfung der Relativitätstheorie gelang hier zwar nicht, doch Einstein wurde auf Lebenszeit zum Vorsitzenden des Kuratoriums des Observatoriums ernannt. Jetzt müssten wir im Prinzip die Kuppel so ausrichten, dass das Sonnenlicht auf den Spiegel fallen kann. Dieser Spiegel fängt das Sonnenlicht ein. Man sieht, er hat hier eine Achse, die ist parallel zur Rotationsachse der Erde. Das heißt, wenn sich die Sonne übers Himmelszelt bewegt in die Richtung, verfolgen wir die Sonne mit diesem Spiegel. Der Spiegel schickt dann das Licht zu dem zweiten Spiegel. Und der hat eigentlich nur die Aufgabe, das Licht hier runter in das Turmteleskop zu schicken, wo das Licht dann durch eine 60 cm große Linse fällt. Diese Linse hat eine Brennweite von 14 Metern. Und diese Linse macht dann ein Sonnenbild etwa von dieser Größe, 14 cm, im Optiklabor, im Kellerlabor vom Einstein-Turm. Die Spiegel unter der Kuppel leiten das Sonnenlicht in das eigentliche Teleskop im Turm. Die Höhe des Turms bestimmt dabei die Brennweite des Teleskops. Dann kann das Sonnenlicht in das Kellerlabor. Das Teleskop steht dabei schwingungsfrei auf einem eigenen Fundament. Der Turm umgibt es als schützende Hülle. Das ungelenkte Sonnenlicht fällt durch das Turmteleskop hinab in Richtung Keller. Das Licht trifft dann auf diesen Spiegel und der lenkt das Licht jetzt hier über diese optische Bank, wo wir hier Instrumente testen können. Und dann fällt das Licht auf diese Wand. Hier befindet sich der Spektrographenspalt. Im Keller des Turms befindet sich das eigentliche Forschungslabor. Hier angekommen wird das Licht der Sonne erneut umgelenkt. Der Spektrograph ist das Herzstück des Observatoriums. Das Sonnenlicht wird hier in seine Wellenlängen zerlegt. So können die Forscher anhand der Spektrallinien die chemische Zusammensetzung der Sonne bestimmen. Der Einstein-Turm mit seinem Sonnenteleskop gehört zum Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Die Wissenschaftler arbeiten bis heute mit den Daten der jahrzehntelangen Beobachtungen. Hier stehen drin die Uhrzeiten, mit welchen Kameras beobachtet worden ist. Das sind also im Prinzip die Laborprotokolle vom Einstein-Turm, die uns dann auch ermöglichen, die Daten, die hier gewonnen worden sind, auszuwerten, auch heute noch. Das hier sind Fotoplatten, wo jeden Tag, wenn es das Wetter erlaubt hat, Aufnahmen der gesamten Sonnenscheibe aufgenommen worden sind. Wir sehen hier also die Sonnenflecken, die sich längs des Äquators, der von Ost nach West verläuft, aufreihen. Dann hier kleinere Gruppen, die vom Sonnenrand dann bis hier über die Sonnenmitte sich erstrecken. Das Teleskop im Einstein-Turm ist auch heute noch voll funktionstüchtig. Hier werden Instrumente zur Sonnenbeobachtung entwickelt und getestet. Die eigentliche Sonnenbeobachtung findet mittlerweile aber mit wesentlich moderneren Instrumenten statt. Und weit weg von menschlichen Ansiedlungen. Europas momentan größtes Sonnenteleskop steht auf einem Vulkan auf der Insel Teneriffa
und heißt Gregor. Die klare und ruhige Luft über den Wolkenschichten bietet ideale Bedingungen für die Sonnenbeobachtung. Mitentwickelt wurde Gregor von den Wissenschaftlern des Instituts für Astrophysik in Potsdam. Die große Lichtsammelfläche des Teleskops ermöglicht Aufnahmen der Sonne mit bislang unerreichter Qualität und Auflösung. Für ein Sonnenteleskop ist es wichtig, einen großen Spiegel zu haben, in diesem Fall 1,5 Meter groß. Und erstmal braucht man einen großen Spiegel, um sehr viel Licht einzusammeln, weil unsere Instrumente sehr genaue Messungen durchführen müssen und dafür braucht man viel Licht. Je größer der Spiegel, desto kleinere Details kann man auf der Sonne sehen. Seit dem Jahr 2012 nimmt Gregor die Sonne ins Visier und liefert Bilder, die von Deutschland aus nicht möglich gewesen wären. Ausschlaggebend für die Platzierung eines Sonnenteleskops sind die atmosphärischen Bedingungen. Erstens muss die Sonne scheinen. Je häufiger sie scheint, desto besser. Das deutet schon darauf hin, dass man besser in den Süden geht, wo die Sonne ja etwas mehr scheint als in unseren Breiten. Zum anderen ist es gut, auf einem Berg zu sein, weil je mehr man von der Erdatmosphäre unter sich hat, umso besser, umso genauer, umso klarer sieht man. Eine ganz neue Generation von Sonnenteleskopen ist bereits in Planung. Dazu gehört auch das IST, das neue europäische Sonnenteleskop. Der Spiegel des Teleskops wird einen Durchmesser von 4 Metern haben. Eine ganz neue Größendimension für ein Sonnenobservatorium. Dieser Spiegel soll die fundamentalen Prozesse auf und unter der Sonnenoberfläche in einer deutlich höheren Auflösung zeigen. Die Wissenschaftler erhoffen sich ganz neue Erkenntnisse von der tieferen Photosphäre bis zur oberen Chromosphäre unserer Sonne. Übrigens, wussten Sie, dass unsere Sonne schwingt? Nun, das liegt daran, weil unsere Sonne mit etwa 5000 Grad Celsius so heiß ist, dass sie durch und durch flüssig ist. Stellen Sie sich also unsere Sonne als einen gigantischen Wassertropfen vor, der wie jeder Wassertropfen natürlich in der Schwerelosigkeit schwingen kann. Nur, diese Ausschläge sind so klein, dass man sie von der Erde aus gesehen gar nicht sehen kann. Das können wirklich nur ganz besondere Sonnen, die ganz genau hinschauen. Und weil alle anderen Sterne ähnlich heiß sind wie die Sonne, schwingen sie natürlich genauso wie unsere Sonne. Die Astrophysiker befinden sich auf einer Forschungsreise in die Unendlichkeit. Alleine unsere Milchstraße beherbergt mehr als 100 Milliarden Sterne. Unser Sonnensystem ist nur eines unter Myriaden. Die Erforschung der Sonne bestimmt in großem Maße die Astrophysik. Sie ist die Grundlage für das Verständnis vom Aufbau der Sterne. Gibt es den perfekten Stern, der biologisches Leben ermöglicht? Ja, den gibt es. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal einen stinknormalen Stern anschauen. Zum Beispiel TRAPPIST 1. Das ist der Stern, den wir da ganz links außen sehen und der erst vor kurzem entdeckt wurde. Dieser sogenannte rote Zwerg hat zusätzlich die Eigenschaft, dass er viele Planeten hat. Die sehen wir hier insgesamt 7 Stück. Aber nur 2 davon liegen genau im richtigen Bereich. Das sind diese beiden Planeten. Und Sie sehen, die sind blau. Sie sind blau, weil sie flüssiges Wasser haben. Das heißt, die Oberflächentemperaturen liegen irgendwo zwischen 0 und 100 Grad Celsius. Und dabei kann natürlich Leben entstehen. Die anderen Planeten, die hier weiter außen sind, die sind bereits schon zu kalt, dort gibt es nur Eis. Und die, die weiter innen drin liegen, die sind bereits schon zu heiß, sie haben über 100 Grad Celsius und dann kann natürlich auch kein Leben entstehen. Also wir brauchen Planeten in der sogenannten habitablen Zone. Das große Problem bei diesen TRAPPIST 1 und überhaupt bei allen roten Zwergen ist, dass die Röntgenausbrüche haben. Das heißt, starke Ausbrüche, die Röntgenstrahlen zu diesem Planeten schicken und alles Leben zum Erlöschen bringen. Wir brauchen also einen gutmütigen Stern in der Mitte, einen sogenannten G-Stern. Und unsere Sonne ist ein G-Stern, ein sehr zufriedener Stern, der ohne Ausbrüche vor sich hin blubbert und das für viele Milliarden Jahre.
Und dazu, die Erde liegt genau in der Mitte dieser habitablen Zone. Insofern passen Erde und Sonne perfekt zusammen für biologisches Leben. Viele Jahre waren die dunklen Flecken in unserer Milchstraße und in anderen Galaxien ein Rätsel für die Wissenschaft. Ein dunkles Band, das den Sternenteppich unserer Milchstraße durchteilt. Wolken aus derart dichter Materie, die für das Licht von Sternen undurchdringlich ist. Aber genau diese Wolken enthalten das Material und die Grundbausteine für neue Sterne. In solchen Sternenfabriken können tausende neuer Sterne entstehen. Das der Erde am nächsten gelegene Entstehungsgebiet ist der Orionnebel in unserer Milchstraße. Eine Geburtsstätte besonders für sehr massereiche Sterne. 1344 Lichtjahre ist die riesige Wasserstoffwolke von uns entfernt. Für kosmische Verhältnisse also direkt in unserer Nachbarschaft. Das Alter des Orionnebels etwa 3 Millionen Jahre. Im Zentrum befindet sich eine Ansammlung junger Sterne. Mit Infrarot- und Röntgenteleskopen verfolgen die Astronomen die Entstehung von neuen Sternen in dieser galaktischen Kinderstube beinahe live. Rund 1500 Nebel gibt es in unserer Galaxie, der Milchstraße. Alles Gebiete, in denen Sterne entstehen. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Der Tod massereicher Sterne fördert die Geburt einer neuen Generation von Sternen. Wenn ein Stern stirbt, dann gibt er einen Teil seiner Masse wieder zurück an das interstellare Medium. Im Fall der Sonne wird es die gesamte Hülle sein. Es ist vielleicht die Hälfte, vielleicht mehr als die Hälfte der Masse, die wieder zurück an das interstellare Medium gegeben wird. Noch mehr von ihrer Masse geben noch massivere Sterne zurück. Also Sterne, die vielleicht 10 oder 20 Mal so schwer sind wie die Sonne. Sie leben keine 10 Milliarden Jahre, sondern sie leben nur im Bereich von 100 Millionen, 10 Millionen oder noch weniger Jahre. Also sehr kurzlebige Sterne. Ganz am Schluss explodieren sie. Sie werden zerfetzt. Es bleibt nur wirklich ein Teil, der Kern, zurück. Aber die gesamte Hülle wird rausgeworfen mit enormer Geschwindigkeit. Seit dem Urknall formen sich aus diesem Staub zugrunde gegangener Sterne neue Himmelskörper. Insbesondere die erdähnlichen Planeten. Sind alle Sterne eigentlich Einzelkinder? Nein, überhaupt nicht. Viele Sterne haben Geschwister und die meisten sogar ein Geschwisterteil. Und warum das so ist, das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Alles beginnt ja immer mit dieser riesen Gaswolke, die kollabiert. Und die dreht sich. Und die Physik muss jetzt diesen Drehimpuls erhalten beim Kollaps. Und das macht sie am besten mit zwei Sternen. Malen wir uns das mal auf. Wir haben hier auf der einen Seite den einen Stern, der eine unterschiedliche Größe haben kann von dem anderen Stern. Hier ist er zum Beispiel kleiner. Um den Drehimpuls zu erhalten, müssen die beiden umeinander kreisen. Das zeichne ich mal so ein. Die Frage ist jetzt, wie entstehen dabei überhaupt die Planeten und wo kreisen die? Nun, da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine ist, der Planet kreist in unmittelbarer Nähe des einen Sterns. Das zeichne ich mal so ein. Oder es entsteht ein Planet weiter draußen, der um beide kreist. Das zeichne ich mal so ein. Und Sie sehen schon, das male ich etwas wellig. Woran liegt das? Nun, während der Planet außen kreist, bewegen sich ja die beiden Sonnen in der Mitte. Und deswegen sieht dieser Planet dort draußen immer leicht unterschiedliche Anziehungskräfte. Und deswegen ist diese Bahn nicht kreisrund. Genauso ist das auch hier. Denn dieser Planet, der hier kreist, sieht ja ab und zu auch mal die Gravitation des anderen Sterns. Mal hier, mal da, mal da. Und deswegen ist auch seine Bahn gedellt. Und solche gedellten Bahnen sind extrem unwirtlich fürs Leben. Denn die klimatischen Verhältnisse ändern sich dadurch stetig.
Mit anderen Worten, es können vielleicht kleine Bakterien entstehen, die das Klima nicht so viel anhaben können. Aber höheres Leben, so wie die Menschheit, die braucht über Jahrmillionen ein konstantes Verhalten im Klima. Und genau das bieten all diese Planetenbahnen nicht. Und das ist der Grund, warum es höchstwahrscheinlich in solchen Doppelsternsystemen kaum Leben geben wird. Der zweifache Sonnenaufgang eines Doppelsternsystems inspirierte auch die Macher von Star Wars. Früher glaubten Wissenschaftler nicht an die Existenz von Planeten in solchen Doppelsternsystemen. Heute sind sie längst nachgewiesen. Doppelsternsysteme sind recht häufig. Es gibt auch Mehrfachsternsysteme, die mehr als nur zwei sind, drei oder mehr sogar. Das kommt daher, dass wenn Sterne gebildet werden, dann ist das meistens nicht nur ein Stern, der gebildet wird, sondern wenn so eine Riesenwolke kollabiert im interstellaren Raum, dann bilden sich sehr viele Sterne, eine ganze Gruppe von Sternen. Und wenn zwei Sterne nah genug sind, dann und ihre Geschwindigkeiten nicht zu groß, dann ziehen sie sich an durch ihre Schwerkraft, sodass sie anfangen, umeinander zu kreisen. Astronomen schätzen, dass bis zu 70% aller Sterne unserer Galaxie Bestandteile von Doppel- oder Mehrfachsternsystemen sind. Die meisten davon wahrscheinlich mit einem eigenen Planetensystem. Und es könnte durchaus sein, dass es Exoplaneten gibt, die sich auf stabilen Umlaufbahnen um solche Systeme befinden. Ein Planetensystem wie unseres mit nur einem zentralen Stern ist vielleicht nur eine Ausnahme in der Unendlichkeit des Universums. Unsere Sonne, ein riesiger Feuerball, ein Kernreaktor voll von scheinbar unendlicher Energie. Ein Stern, den der Mensch hautnah spüren kann und dessen Eigenschaften und Besonderheiten er immer mehr erforscht und entdeckt. Und doch ist die Sonne nur ein Stern unter Milliarden in unserer Galaxie. In den unendlichen Weiten des Kosmos völlig unbedeutend. Und wie jeder Stern am Himmel wird auch die Sonne irgendwann sterben. Wie sieht denn jetzt das Ende unserer Sonne aus? Nun, die nächsten 20, 30, 40, vielleicht 50 Millionen Jahre passiert überhaupt nichts. Die Sonne wird so weiter blubbern, so wie wir sie kennen. Aber dabei wird sie sich ganz, ganz langsam ausdehnen und dabei auch ganz langsam heißer werden. Das heißt, die Temperaturen steigen auch auf der Erde an, bis sie nach etwa einer Milliarde Jahre auf etwa 100 Grad Celsius sein wird. Und das bedeutet, unsere ganzen Ozeane werden verkocht sein. Und das ist das Ende unserer Menschheit. Aber wie gesagt, nach einer Milliarde Jahre, also kein Grund zur Sorge. Das ist aber noch nicht das Ende der Sonne. Sie wird sich nämlich noch weiter ausdehnen. Sie wird noch heißer werden. Und irgendwann wird sie so groß sein, dass sie die Erde in sich verschlingen wird. Das wird das Ende unserer Erde sein. Und dann passiert Folgendes. Die Sonne wird die äußeren Hüllen absprengen, kollabieren und zurück bleibt dieser kleine weiße Zwerg. Diese äußeren Hüllen, die werden aber Eingang finden in andere Gaswolken, ziemlich weit draußen. Und unsere Elemente unseres Körpers werden mit dabei sein. Diese Gaswolken werden wieder neu kollabieren und daraus entstehen neue Sterne und neue Planeten. Und damit beginnt ein neuer kosmischer Zyklus. Wir sind umgeben von einer nicht greifbaren Unendlichkeit, einem Universum, in dem die Sonne und unser Sonnensystem nur Sandkörner am Strand eines riesigen Ozeans sind. So wie auch die Sonne einst aus einem Nebel aus Materie entstand, wird sie an ihrem Ende ihre Hülle abwerfen und wieder ein Teil dieser bizarren kosmischen Landschaften werden. Landschaften aus Licht und Gas und Sternenstaub, geformt von kosmischem Wind und Strahlung. Wenn in etwa 6 Milliarden Jahren unserer Sonne der Brennstoff ausgeht, die Wasserstoffvorräte zu Ende sind, und ihr Sternenfeuer erlischt, dann wird auch sie ihren Teil zur Erneuerung des Universums beitragen.